So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, öffnen wir heute ein paar Bundesliga Chrome Booster und zwar 10 Stück. Das ist ein Wunschvideo, aber nicht direkt Wunschvideo, weil ich mache die sowieso immer wieder auf. Aber wenn es bei uns in der Lottobude noch kein neues Paket gibt, wo ich ein bisschen schnüffeln kann, werde ich mir keine Booster mitbringen, weil hier ist wieder eine komplett knochenharte. Das bedeutet, hier ist bestimmt eine Trikotkarte drinne. Also machen wir die als letztes auf. Und hier sind jetzt die anderen neun und hoffe natürlich, dass ich da jetzt die Autogrammkarte drinne finde. Oder eine Druckplatte. Mal gucken. Also, die werde ich immer wieder öffnen. Das ist kein Problem. Aber wenn es bei uns in der Lottobude noch nicht aufgefüllt worden ist, aus einer alten Verpackung, wo ich schon dran war, lohnt sich das nicht, weiter nachzuschauen für den Preis. Aber wie gesagt, ich werde immer wieder mal Bundesliga Chrome öffnen, weil mir fehlen ja auch noch einige. Und sowieso nach der Suche nach den hochwertigen Karten. Und ihr postet mir natürlich, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt. Ganz egal was. Es interessiert mich wirklich. Na, ich hoffe, wirklich auch eine hochwertige Karte noch. Außer die harte, die ich da habe. Aber noch habe ich ein paar Booster vor mir. Und wer jetzt erst da ge gerne anfangen möchte mit Bundesliga Chrome, ich werde immer unter ein Video verlinken, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt. Wie gesagt, günstig ist was anderes, weil bei uns kosten die 2,99 Euro. So ein Tütchen. Könnt ihr mir ja posten, wie teuer es bei euch ist, aber es müsste überall gleich sein. Und es ist wirklich nur, wie ihr selber seht, Standard-Basiskarten. Da habe ich nicht genug drin herumgewühlt. Aber es fehlen ja auch noch ein paar Basiskarten. Deswegen stört mich das nicht. Ja, da ist wieder ein super Verein. Schade drum. Sieht wirklich so aus, dass ich die Autogrammkarte nicht habe, wo ich ein Display drin rumgewühlt habe. Aber könnte ja noch was passieren. Wie gesagt, ihr könnt mir ja auch posten, wie viele Autogrammkarten ihr schon habt. Oder Trikotkarten, ganz egal was. So, das ist der neunte Booster. Also das ist der letzte vor die harte. Und ich hoffe, dass da jetzt trotzdem eine hochwertige drin ist. Und nein, wie ihr selber seht. Ist nicht. Und jetzt kommen wir zum zehnten und letzten Booster, den harten. Das bedeutet ja, dass da eine Trikotkarte drin ist. Da sind ja drei Karten nur drin. Und hier ist die Trikotkarte. Nein, wieder falscher Verein. Aber
Das macht ja nichts. Die habe ich noch nicht. Also, das waren jetzt meine 10 Booster der Bundesliga Chrome. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Spieler zeigen, die ihr vielleicht noch nicht hattet. Wo ihr sicher und bequem bestellen könnt, werde ich unter dem Video verlinken. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.